Der zweite Teil zum Eagle Moss DC Collection oder Superhero Collection Unboxing. Ich habe ja schon mal drei Figuren ausgepackt, nämlich Superman, Batman und Wonder Woman. Und jetzt ist meine zweite Sendung angekommen. In diesem kleinen Paketchen hier. Und da sollten der Joker, Harley Quinn und ein kleines Geschenk bei sein. Und was genau da drin ist und wie die Figuren aussehen, seht ihr natürlich nach dem Intro. Ein wunderschönen guten Morgen, Meister, guten Abend oder einfach mal Morgen und herzlich willkommen zu ProNoob 2K packt aus. Ich weiß, das heißt ja im Fachjargon heißt das Unboxing oder Auspacking oder ich weiß es nicht, Unpacking. Jedenfalls habe ich meine zweite Lieferung bekommen von Eagle Moss, diese DC Superheroes Collection. Würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber die anderen drei Figuren habe ich jetzt umgelagert, weil hier hinten das Regal langsam voll wird. Aber wir wollen nicht lange drum rumsammeln. Ich habe einen Karton und ich bin bewaffnet. Und deswegen gehen wir jetzt mal bei. Uns begrüßt Folie. Jede Menge Folie. Fangen wir an mit diesem guten Stück. Und ich befürchte, ich habe das gleiche Teil nochmal bekommen, wie ich in der letzten Sendung schon bekommen hatte, wo ich nicht wirklich Verwendung für hatte. Oh. Ah, tatsächlich. Die Leute von Eagle Moss sind ein bisschen dämlich. Das werde ich wohl mal reklamieren müssen, weil vielleicht, wenn ihr das erste Unboxing davon gesehen habt, das erste Video, ich habe diese komische Plattform schon mal bekommen, die dafür gedacht sein soll, dass man die Figuren da draufstellt. Das ist natürlich ärgerlich wie unnötig. Aber kommen wir jetzt mal zu den eigentlichen Figuren. Mit in dieser Sammlung sind diese beiden Damen, hätte ich mal gesagt, nein, diese Dame und dieser Herr. Da haben wir nämlich einmal den Joker mit dieser kleinen schönen Verpackung. Wie gesagt, aus der DC Superhero Collection. Und Harley Quinn. Passen aber jetzt zusammen. Auf der Rückseite sieht man, was mich da noch so erwarten könnte. Aber nicht lange drum herum reden. Wir holen sie mal einmal raus. Immer dabei so ein kleiner, ja, Comic, so ein kleines, sagen wir mal eher Infoheftchen mit Comic-Strips. Komplett in englischer Sprache. Wenn man dieser mächtig ist, ist das ganz nett. Hier haben wir die Harley Quinn. Wie üblich hat die Kamera natürlich Probleme, das scharf zu stellen. Ist in diesem Fall gar nicht mal ganz so hässlich. Wie gesagt, diese Figuren sind immer nicht so das Nonplusultra. Kosten dementsprechend aber auch roundabout, ich weiß es nicht, 15 Euro. Geht also noch. Der männliche Vertreter in diesem Bunde, Joker, wie schon angekündigt, auch mit einem kleinen Beilegerheftchen, natürlich. Mit kleinen Infos, kleinen Zeichnungen und Comic-Strips. Ist ganz nett so, wenn man da Bock drauf hat, das zu sammeln. Und natürlich die Figur, die in diesem Fall, finde ich, gar nicht mal schlecht ist. Gegebenenfalls habt ihr an dieser Stelle jetzt nicht gesehen, wie ich euch ganz toll die Figuren ins Gesicht gehalten habe, sondern ich mache euch vielleicht eine Aufnahme von den Figuren vor einem entsprechenden Hintergrund, dass man die auch zu sehen kriegt. Ja, das war es eigentlich schon. Das, was da drin war, leider dieser kleine Untergrund, ist leider doppelt, mal abgesehen davon, dass ich den schon im ersten Video bemängelt habe, weil man die Figuren ziemlich dicht an dicht und voreinander stellen muss, so dass man die nicht mehr wirklich sieht. Ist also nicht für hundertprozentig geeignet. Ist qualitativ nicht das Beste, was man kriegen kann, aber für Qualität bezahlt man auch und hierfür halt nicht so extrem viel Geld. Ja, das war dieses kurze Unboxing, schimpfe ich jetzt mal. Habe ich euch mal kurz die beiden Figürchen gezeigt. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich auch in Zukunft, wenn ich wieder Figuren bekomme, euch die auch wieder präsentiere und irgendwann mal einen Überblick über die Sammlung, wenn ich mal ein paar bekommen habe, dann zeigt mir das doch in Form eines Daumens oder wie auch immer oder eines Kommentares. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören und verabschiede mich nach diesem kurzen Video. Sage tschüss, bis zum nächsten Video.